Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von meiner Backbox. Heute mit der Januar-Ausgabe. Wir haben eine Fit and Healthy Box gepackt für die guten Vorsätze im neuen Jahr noch. Ich bin auch nicht allein in der Backstube. Die liebe Dua ist heute hier. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Ja, du bist ja normalerweise ein bisschen Bloggerin unter dem Namen Fräulein Zuckerbäckerin bekannt. Da bist du heute etwas fehl am Platz. Wir verzichten nämlich auf den Zucker. Wir wollen ja erst nochmal gesund backen. Richtig. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Nee, ich bin auch sehr gespannt auf die Sachen, die wir heute backen werden, tatsächlich. Außerdem habe ich auch seit kurzem, eigentlich erst seit 5 Wochen, einen kleinen Online-Shop für Wohnaccessoires und habe heute auch so ein paar Sachen mitgebracht. Genau, bei Elch und Honig gibt es super viele Sachen. Die werden wir dann auch beim Backen verwenden. Wir kommen aber jetzt erstmal zum Rezept, zum Wichtigsten. Wir machen nämlich diese leckeren Bananenbrote. Dazu brauchst du dann aus deiner Box das Tokikai Kokosmehl, den Kokostrink oder den Mandeltrink von Fabri und dann für die hübsche Verpackung diese schönen Herzförmchen von Zenka. Ausgepackt sehen die dann so aus. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und viel Spaß beim Mitbacken. Für das Bananenbrot brauchen wir natürlich Bananen. Dann ein kleines Stückchen Limette, Kokos- oder Mandeldrink. Wir haben jetzt Mandeldrink genommen. Dann die Eier, Butter, Kokosmehl. Wir haben schon Zimt und Backpulver hineingefügt. Etwas Salz und die Walnüsse. Genau. Zuerst machen wir die Vorbereitung und hacken jetzt mal die Walnüsse. Magst du das gerade machen? Ja, sehr gerne. Und die Bananen müssen auch noch zerdrückt werden. Das mache ich jetzt. Bananen, die kommen dann zusammen mit der Butter und den Eiern in die Ölmaschine. Noch eine Prise Salz dazu und dann können wir es verrühren. Erstmal auf niedriger Stufe. So, wenn dann alles gut vermischt ist, können wir das Mehl dazu geben mit dem Backpulver und dem Zimt. Dazu brauche ich ein Sieb. Ja, hier ist es. Einmal schön sieben, damit wir keine Klumpen haben. Ah, das wird auch ganz fein. Mhm. So, hier. Und dann noch kurz unterrühren. Damit sich schöner verbindet, kann man es dann auch ruhig nochmal mit der Maschine durchrühren. So, das reicht doch schon. Dann können wir noch einen kleinen Schluck Milch dazugeben. Kommt immer ein bisschen auf die Konsistenz an, je nachdem wie reif die Bananen sind, sind sie ein bisschen wässriger, ich weiß nicht, sagt man das so? Matschiger. Matschiger, genau. Deswegen, unsere waren doch schon recht matschig, deswegen gebe ich wirklich nur so einen halben bis ganzen Esslöffel dazu. Und dann natürlich noch die gehackten Walnüsse. Die Walnüsse. Die Walnüsse, genau. Die müssen wir jetzt noch kurz aufhalten. Geht aber auch recht einfach. So, und zwar müsst ihr eigentlich immer nur entlang der Falz alles schön einknicken,
ganz schnell und ganz easy, wie ich finde. Also selbst für Grobmotoriker sehr gut geeignet. Also was du aber auf jeden Fall beachten solltest, ist auch hier diese hübsche Schwelle ganz oben, weil die wird sonst nicht so gut sichtbar. Das heißt, das hier machen wir so einfach schön auseinander. An jeder Seite. Und dann eigentlich nur noch hier die zwei äußeren Stücke ineinander haken. So, fertig. Wunderbar. Dann wird es Zeit, das Bananenbrot einzufüllen. Löst sich auch schon so schön. Ja. Dann können wir einfach den Löffel der Milch nehmen. Dann füllen wir in jedes Förmchen so circa 2 bis 3 volle Löffel, sodass der Teig am Ende eben auf alle verteilt ist. Der geht ja auch noch ein bisschen auf, ne? Genau. Ja, da ist ja Backpulver drin, deswegen wird er noch etwas aufgehen. Dann nehmt dann glatt streichen. Einen geraden Teig am Ende sozusagen haben, damit er auch gerade hochgeht. Halbwegs mindestens. Ein klein wenig die Brotform wollen wir ja. So, und dann sind sie eigentlich auch schon fertig. Sie könnten theoretisch auch so schon in den vorgeheizten Backofen. Ich würde sagen, wir dekorieren sie aber noch ein bisschen, oder? Entweder zum Beispiel mit den Walnüssen oder auch mit der Banane. Da schneiden wir uns jetzt gleich noch was zurecht. Für die Deko schneide ich jetzt ein paar Bananenscheiben, die können wir dann da drauflegen. Und du? Ich habe hier die Walnüsse. Ich habe mir so ein paar schöne da ganze an die Seite gelegt und den Rest hacke ich grob. Jetzt können wir eigentlich verteilen, wie wir wollen. Ich mache ganz gerne zum Beispiel einmal diese 3 Scheiben nacheinander. Vielleicht auch mal so eine mit der Walnuss in der Mitte. Dann so 2 Scheiben Banane daneben. Soll ich mal einzustreuen einfach? Finde ich auch immer ganz süß. Jetzt hier wichtig, dafür ist dann die Limette bzw. Zitrone, kannst beides nehmen, damit die nicht so zusammenschrumpeln oder also richtig braun werden, wie Bananen ja werden. So ein ganz kleines bisschen draufträufeln, so auf jede Banane. Braucht auch gar nicht viel. So ein Tropfen reicht und dann kann man das nämlich kurz nochmal verteilen. Das ist ja auch eine gute Idee. Und jetzt kommen die kleinen süßen Brote in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad für ca. 20 Minuten, bis die Stäbchenbrote eben sauber bleibt. So. Die Bananenbrote haben wir jetzt aus dem Ofen geholt und sie riechen auch wirklich sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich bin schon sehr gespannt. Man kann sie natürlich auch schon so schön warm essen, das werden wir glaube ich auch gleich tun. Oder aber einfach noch ein bisschen abkühlen lassen. Am besten ist aber, wenn du sie wirklich frisch verschenkst oder selbst isst natürlich, aber alle, glaube ich, wird man ja dann doch nicht selbst essen. Nee. Wir wünschen dir auf jeden Fall guten Appetit und hoffen, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!